Hey Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator Let's Talk. Und ich bin heute allein hier und möchte mit euch über ein bestimmtes Thema reden. Die letzte Folge ist zwar schon, ich glaube, eine ziemlich lange Weile her. Ich glaube, die war sogar im letzten Jahr erst. Und ja, hier sind wir wieder zurück. Ich habe ein Thema für euch und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wenn, das hat sich irgendwie so angehört, als würde ein Cut kommen, aber es wird kein Cut kommen. Lustig. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr mit anderen Leuten spielt, gibt es manche Leute, ich spreche keinen spezifischen an, das fällt mir bei mehreren auf, nicht immer nur bei einem, sondern auch bei mehreren, Leute, die so reagieren. Okay. Die reagieren dann einfach in Spielen echt gereizt, fangen an rumzumeckern und das halt durchgehend. Ich habe, wie gesagt, gegen die Leute, die das machen, sage ich nichts. Also zwischendurch mal machen, mache ich ja auch. Macht jeder mal, dass man sich überhaupt was aufregt. Zum Beispiel in Battlefield, da hat man mal eine schlechte Runde, wo man fast jedes Mal vom Sniper geholt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist, oder das Ding ist, wie oft wird man, oder wie viele Runden hat man, wenn man nichts auf die Reihe kriegt und nur von Snipern holt. Also bei mir kann ich jetzt sagen, nicht viele. Und das ist einfach dieses Flamen, wie man es auch in den Fachkreisen oder im Fachjargon nennt, das ist einfach, es ruiniert nicht nur einem selbst den Spielspaß, sondern auch allen anderen Spielern, weil, ja, wenn einer dann mad ist, dann ist die Stimmung in einem Teamspeak so schnell down, das kann man gar nicht glauben, weil, ja, denn klar, manche Sachen sind vielleicht berechtigt, bla bla bla, aber ich habe mal vor einer Weile den Spruch gebracht, komm damit klar oder deinstallier's. Wenn dir ein Spiel mega aufregt, dich mega aufregt, dann... Was macht der denn? Dann spiel's doch einfach nicht mehr. Das ist doch so, wenn ich mich jetzt zum Beispiel über Rainbow Six Siege mega aufrege, jede Runde fange ich an rumzumeckern, der killt mich so, der killt mich so, der kann mich so nicht killen, bla bla bla. Wieso soll ich dann dieses Spiel noch spielen, wenn ich mich doch so drüber aufreg? Wenn es zwar Spaß macht, aber man ist ja okay, aber es wird immer so Runden geben, wo man einfach kein, wo es halt so ist, oder? Und ja, es ist einfach, wie seht ihr das zum Beispiel? Mit dem Aufregen, ja, okay, man kann sich mal aufregen, das ist kein Problem. Aber wenn man, sag ich mal, an einem Tag 3, 4 verschiedene Spiele spielt oder auch nur eins und dann mal ein paar Runden nicht so gut sind und sich dann halt wirklich mega krass darüber aufregt, das ist scheiße. Weil persönlich hat man dann auch keinen Bock mehr auf vielleicht die Person, vielleicht auf das Spiel, vielleicht auf die Runde. Und dann ist doch das Zocken eh für'n Arsch. Weil ganz ehrlich, es gibt weitaus schlimmere Probleme, als wenn man dumm in Battlefield, in Rainbow, in Overwatch oder sonst wo stirbt. Es gibt tausend Sachen, die schlimmer sind. In dem Fall, okay, wenn es in Ranked ist, würde ich es eher verstehen. Yo, jetzt haben wir Ranked verloren, weil Time-Luck, Unluck und sowas, aber in einem Quickplay oder in sonst irgendwie was, das ist einfach, ich sag einfach mal, dumm. Weil, wenn man sich jedes Mal über ein Spiel aufregt, weil, wie kann man so gekillt werden, wen kann man so gekillt werden, oder das Team ist scheiße, ich würde sagen, das Team wird nicht besser, wenn man das dem Team vielleicht auch sagt. Wenn man sagt, das Team ist scheiße, useless alle, bla bla bla, ich würde behaupten, dass es dann nicht mit viel Besserung zu tun hat. Wie seht ihr? Also, wenn man anfängt hier rumzumeckern, das ist einfach so lächerlich. Klar, ich wette, die, wo das Video sehen, jeder hat mal gemeckert bei einem Spiel. Das ist ja völlig akzeptabel. Aber wenn man wirklich so, ich sag mal, Dauersaltiness ist oder sich halt wirklich über jeden Mist aufregt, sollte man echt überlegen, ob Gaming das richtige Hobby ist. Ist da vielleicht nicht, sag ich mal, Yoga besser, wo man ein bisschen entspannter bleibt? Videospiele sind doch hauptsächlich da, um sich zu entspannen. Ganz ehrlich. Weil ich gehe jetzt nicht zum Videospiel und sag, ich spiele das, um der krasseste zu sein, ohne Ende.
mein Ziel ist es nicht, in die ESL zu kommen, sage ich mal so. Und sonst der Rest, also wenn man ein Ziel hat und sagt, ich will jetzt ESL-Spieler in diesem Spiel werden, weil es geil ist, schön, dann wird man wahrscheinlich sich öfter aufregen, bis man diese Sachen wirklich so gut beherrscht, dass man stolz auf sich sein kann, in dem Fall. Dass man zum Beispiel, ich sag jetzt mal von Rainbow, dass man jeden Spot kennt, jede Klasse mit Spezialfähigkeit und wo es am besten lang geht in diese, auf dieser Map, in dieser Runde, bei diesem Spot und gute Calls machen kann und das Ganze. Und da halt mal was verkackt und man sich darüber aufregt, über sich selbst aufregt, ist dann halt so. Ne? Weil, klar, ESL, das ist die Profiliga, aber musste man auch erstmal einiges können, um da reinzukommen. Aber das andere, okay, in Rainbow spielt man Rank für was? In Rainbow bekommt man einen Anhänger für die Waffe. Wow. In dem Fall, auch bei Overwatch gesehen, okay, man bekommt eine goldene Waffe. Persönlich finde ich eine goldene Waffe irgendwie ausschlaggebender als so einen kleinen Talisman, den man eh nicht sehen kann. Ah, oh. Oh Gott. Aber ja, kann man sehen, wie man will. Ich finde so eine goldene Waffe in Overwatch um einiges mehr Prestige als so ein Platin-Gold-Diamant-Anhänger in Rainbow, weil man die Waffe ja eh nicht so sieht. Wenn es jetzt einen ganzen Skin dazu geben würde, wäre es vielleicht was anderes oder ein Outfit für einen Operator. Aber ja, ne. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich finde es einfach, ja, man soll doch ein Spiel spielen, um Spaß zu haben. Ich, zum Beispiel, PlayerUnknown's Battlegrounds, da habe ich mit Crazy und Ben vor ein paar Tagen, ja, abends gezockt. Und ich sag mal so, wir hatten zwar gute Runden, aber wir hatten auch ziemlich schlechte Runden. Und das Wichtige dabei ist, wir haben uns nie so richtig aufgeregt. Klar, gab es mal zwischendurch mal den Fall. Aber wir haben uns nicht aufgeregt, dass wir gestorben sind. Wir haben eher noch Witze drüber gemacht. Das ist zum Beispiel die richtige Einstellung. In Battlegrounds ist es auch so, wenn eine Runde angefangen hat, gehe ich einfach auf die Gegner drauf. Ich habe keinen Bock, Ewigkeiten in einem scheiß Haus zu campen, um, ja, warten, bis Spieler kommen. Das ist ein langweiliger Spielstil, würde ich behaupten. Warte, den holen wir. Ui. Ui, ui, ui. Danke. Ich kann mit dem Ding bisschen, ja. Ja, ich glaube, ich habe fast alles gesagt, ne? Bin gerade am Überlegen. Ja, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Da fährt gleich einer auf die Bahn, deswegen fahre ich ein bisschen weiter nach rechts. Ja, hört so einfach nur, was ihr davon haltet. Seid ihr auch eher in der Rubrik, ja, ich flame viel und ich weiß, dass ich hier nicht immer auf einer Spur fahre. Ich nehme irgendwie die ganze Autobahn mit. Aber, ja, ist halt so. Ich fahre einfach nur, um mit euch zu reden. Was ist da links los? Cool, eine Karawane. Und ja, deswegen, ich komme einfach nicht dahinter. Man spielt ein Spiel, wo man eigentlich Spaß haben will und man regt sich einfach auf. Ich weiß nicht, was da jetzt unbedingt der Sinn ist. Sich das aufregen? Ist das der Sinn? Oder sich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Klar, man hat halt auch Runden, wo mega Spaß machen. Aber wenn man nach einer Weile muss man doch mal merken, was überwiegt. Überwiegt der Spaß? Oder überlegt die den Hass auf dieses Spiel? Genauso die Aussage, scheiß Vertrag, verkacktes Backspiel oder sonst irgendwie so eine Aussage. Die Spiele von heute sind zwar hochmodern und gute Grafik, Performance halbwegs okay, bei manchen Spielen halt bröckelig, aber soweit auch ganz gut. 60 FPS, 1080p, die Standard, also diese Sachen, die Spiele werden immer neuer. Im Gegensatz zu früher könnte man erwarten, dass es vielleicht zwischendurch mal weniger Bugs hat. Aber es gehört leider zu jedem Spiel heutzutage dazu. Ich kenne jetzt gerade kein Spiel, wo keinen Bug hat. Persönlich Spiele, die ich gespielt habe, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Bug gesehen habe. Also nur aus meiner Sicht, nicht aus anderen Sichten oder aus Funny Moments, wo ich gesehen habe, dass es verbuggt ist. War vielleicht The Last of Us. Obwohl, da gab es auch zwischendurch mal Fehler oder Grafikfehler oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht.
Hier zum Beispiel ein Bug, ich musste zur Werkstatt mich abschleppen, weil ich irgendwas verdrückt hatte und nicht mehr fahren konnte. Und dann war es halt verbuggt, dass ich keinen Auftrag aussuchen konnte. Dann musste ich halt zu den Firmen hinfahren. Ja, ist auch ein Bug. Und? Hat nicht jedes Spiel einen Bug? Oder mehrere davon? Ich sag nur Rainbow. Ich habe damals echt eine eigene Bug-Kategorie bei den Funny Moments gehabt. Also von daher. Ja, das wollte ich einfach nur mal raus haben. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere angesprochen. Wenn sich jemand angesprochen fühlt. Es macht zwar Spaß, mit solchen Leuten zu spielen, aber wenn halt wirklich diese Zeiten kommen, wo man sich durchgehend aufregt, da denkt man einfach, bitte lass die Zeit schneller umgehen, ich will mich verpissen. Oder lass ihn endlich mal ruhig stellen oder sonst irgendwas. Weil auf Dauer ist es wirklich ätzend. Weil, ich sag mal so, bei Battlefield 1, da stirbt man oft. Das sagen auch erfahrene Battlefield-Spieler. Und manche Battlefield-Profis, Profis sage ich jetzt einfach mal, wie Mashed 8 oder so, denkt man zum Beispiel, wie kriegt der das mit diesem Pferd hin, mit der Kavallerie, dass er so gut läuft? Bei einem selbst backt man überall fest. Ja, ist dann halt so. Ich wette, bei ihm hat er auch genug Fehler gehabt. Aber nach einer Weile hat er einen Dreh raus, dass er nirgends, nicht irgendwo festhängt. Von daher ist doch, ja, keine Ahnung, alles gut. Also, klar, ich versuche mich orientieren an guten Spielern, dass ich auch so ein bisschen vom Moveset oder sonst irgendwas herhole. Aber ich reg mich doch nicht drüber auf, wenn es halt nicht klappt. Weil, ja, die anderen mussten ja bestimmt auch hunderte Stunden spielen, um erstens so drauf zu sein oder solche Szenen zu machen oder sonst irgendwas. Das sehe ich doch allein bei meinen Videos. Weil, ich sag mal, die besten Szenen von Rainbow habe ich nicht in einem Video. Wenn dann in einem Funny Moments, aber ich habe die meisten nicht in einem Video. Also in einem regulären Video. In den Funny Moments ist dann immer irgendwas zu sehen oder in den Epic Moments oder so. Aber ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die Folge geht schon wieder richtig lange. Und ich würde sogar fast sagen, das war's dann schon mal. Ich glaube, ich habe mich jetzt genug drüber ausgelassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich schon die ganze Zeit sage. Ich rede, glaube ich, immer nur das Gleiche. Dennoch füge ich immer was hinzu. Ich hätte mir vorher überlegen müssen, was ich genau sage. Dennoch bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ich fahre jetzt hier noch in Ruhe nach Dortmund und bringe die Fracht ab. Und ihr könnt ja auch mal zum Thema Flame beschimpfen oder sonst irgendwie was. Weil ich habe früher mit jemandem gespielt, der hat sich in manchen Spielen so aufgeregt, dass das Team halt so scheiße wäre. Dann ist halt mal das Team scheiße. Oder wie wir Heroes of the Storm gespielt haben oder sowas. Da hat man sich halt aufgeregt, dass zum Beispiel der eine an hat oder sonst irgendwas. Wenn man die Helden noch nicht kennt, weiß man noch nicht genau, was sie für Fähigkeiten haben. Da kann einfach irgendjemand extrem krass sein und voll die krasse Fähigkeit haben, die man nicht vermutet. Und voll den Longshot macht, ne? Also von daher verstehe ich dann auch nicht, warum man sich da aufregt. Man kennt das Spiel ja nicht. Man muss ja nicht von 0 auf 100 der krasseste Spieler sein. Das will ich auch gar nicht. Die Runden Belgorn, wo wir auch verkackt haben, die haben mir fast mehr Spaß gemacht, als die Runden, wo gut liefen. Lief? Und wie gesagt, ich will damit keinen anfeinden. Es ist meine Meinung. Ich habe es manchen auch schon mal gesagt. Wenn man es nicht in den Griff bekommt, dann muss man muss es einfach in den Griff bekommen, finde ich. Klar, wenn man in dem Fall ein bisschen aggressiv manchmal an manchen Tagen ist, okay. Aber wenn es jeden Tag bei jeder Runde gefühlt ist, ja, muss nicht sein, muss nicht sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und vielleicht ein Abo. Ich würde mich auch über ein nettes Kommentar freuen. Bis dann. Ciao, ciao.